Regierungsfraktion. Am Wort Erwin Breiner, Landwirtschaftssprecher SPÖ. Eines ist klar, Bedenken gegen Glyphosat müssen ernst genommen werden. Die SPÖ nimmt diese Bedenken ernst. Wir haben das auch in der Vergangenheit, Frau Kollegin, bereits bewiesen. Insofern, weil auf SPÖ-Initiative die Glyphosat-Anwendung bei der Sikkation in Österreich verboten wurde. Weshalb wird der Entschließungsantrag bzw. der Fristsetzungsantrag gerade heute gestellt? Nicht wegen des Frauentages, sondern weil am heutigen Tag der EU-Fachausschuss auf Expertenebene die Verlängerung von Glyphosat in der EU um 15 Jahre beschließen hätte sollen. 15 Jahre, eine sehr lange Zeitspanne, viel zu lange, wie ich meine. Man kann hier moderne empirische Erkenntnisse nicht in den Wind werfen, sondern wenn eine Verlängerung, dann könnte ich mir maximal ein Jahr vorstellen, geschätzte Damen und Herren. Ich darf erwähnen, dass bereits angekündigt war vom Vertreter Österreichs in diesem EU-Fachexpertenausschuss, dass sich die Vertretung der Stimme enthalten hätte. Meiner Meinung nach richtig diese Entscheidung, ist auch unsere strategische Linie, hier nicht zuzustimmen. Eines ist auch klar, und es wurde von meinem Vorredner bereits angesprochen, dass sich der EU-Fachausschuss im Mai dieses Jahres mit einer etwaigen Verlängerung der Glyphosat-Verwendung wiederum befassen wird. Diese Zeitspanne muss und soll nachhaltig im Sinne der Menschen in Österreich und im Sinne der Menschen Europas genutzt werden. Geschätzte Damen und Herren, es gibt unterschiedliche Expertenmeinungen, Experten im Auftrag der WHO, Experten im Auftrag der EFSA. Insofern unterschiedlich, weil die WHO-Experten eine Risikoanalyse und Bewertung vorgenommen haben und diesbezüglich zum Schluss gekommen sind, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Die Experten im Auftrag der EFSA haben eine entsprechende Analyse und Bewertung aufgrund der Dosierung, das heißt der Anwendung des Glyphosats in den diversen Mitteln vorgenommen und sind zur Erkenntnis gekommen, dass es keine Gesundheitsgefährdung diesbezüglich gibt. Zwei unterschiedliche Auftraggeber, zwei unterschiedliche Expertenmeinungen. Ich bin daher der Meinung, dass man sich zunächst auf Expertenebene innerhalb der WHO und der EFSA in den nächsten Wochen zusammensetzen soll, hier klare, nachvollziehbare Parameter schaffen soll, entsprechend nochmals eine Analyse des Glyphosates vornehmen muss. Des Weiteren möchte ich den zuständigen Landwirtschaftsminister und Umweltminister Ruprechter auch auffordern, hier auf nationaler Ebene tätig zu werden, insofern, dass er ebenfalls seine Experten des Landwirtschaftsministeriums mit der Thematik Glyphosat befasst. Es geht einfach darum, hier so weit als möglich eine neutrale Untersuchung vorzunehmen. Eines ist klar, die Menschen müssen ganz genau wissen, woran sie sind, welche Gefahren, welche Risiken gehen bei einer Verwendung des Glyphosats für die eigene Gesundheit, für das eigene Leben natürlich aus. Geschätzte Damen und Herren, ich fordere daher auch auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene hier letztgenannt den zuständigen Landwirtschaftsminister auf, dass die Experten sich mit den NGOs, mit den Stakeholdern an einen Tisch setzen müssen, damit endlich einmal Klarheit herrscht, was mit Glyphosat los ist. Wichtig ist, wie gesagt, dass es eine nachvollziehbare, transparente Lösung und Untersuchung gibt, sodass die Menschen auch wissen, woran sie sind. Menschen brauchen kein Hochschulstudium, um sich ihre eigene persönliche Meinung über die Verwendung oder Gefährlichkeit von Glyphosat bilden zu können. Geschätzte Damen und Herren, ich habe fast den Eindruck derzeit, dass manche Lobbyisten nur die eigenen Interessen verfolgen und es ihnen weniger um die Sorgen und Nöte der Menschen geht, mit der Gesundheit der Menschen, auch der Österreicherinnen und Österreicher, darf nicht gespielt werden und ist nicht zu spielen. Nützen wir die Zeit auch im Sinne der EU-Vorsorgemaßnahmen, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen, bis zum Mai dieses Jahres auf EU-Ebene. Meine Meinung ist, und das wäre am besten, dass in der gesamten EU im gemeinsamen Wirtschafts- und Lebensraum der Europäischen Union die Expertenkommission zur Kenntnis kommt, dass Glyphosat nicht weiterverwendet werden soll. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Expertenmeinungen zu Glyphosat würden auseinandergehen, sagt Erwin Breiner, Landwirtschaftssprecher der SPÖ. Daher braucht man für eine Entscheidung Österreichs zunächst einmal eine einhellige, nachvollziehbare Stellungnahme.